Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir machen uns definitiv jetzt gleich auf den Weg, um unser Zeug wieder zu holen. Ich habe noch eine ganze Menge weitergearbeitet, das zeige ich euch aber dann mal nächste Folge. Zeige euch bloß mal ganz schnell noch eine Sache. Die Dinger sind extrem guter Holzunterstand. Vor allem können wir die jetzt auch übereinander stapeln. Ging ja vorher nicht. Jetzt geht's aber, weil wir die sozusagen nicht auf den anderen Stapel drauf, sondern hier drüben an die Wand und hier oben an die Wand dran bauen sozusagen. Und ich finde das richtig cool. Ich war mal ein bisschen Holz sammeln, wie man sieht. Und so haben wir einen echt geilen Platz dafür. Dann stehen die Dinger nicht blöd im Weg rum und wir können uns das hier komplett voll machen. Weil wir ja demnächst eh vorhaben, ein etwas größeres Häuschen zu bauen. So, wie nennen wir denn das jetzt? Wir nennen das jetzt Schlange. Weil die Schlange uns bisher das Spiel echt ganz schön verdorben hat. Ich habe jetzt schon mal alles vorbereitet. Ich teleportiere mich erstmal kurz und dann zeige ich euch das auf dem Weg. So, wir machen wieder per Teleport zum Händler. Zum Portal, was Händler heißt. Zum Händler wäre zu schön. Laufen wieder hoch. Achso, wir brauchen auch wieder ein Boot, ne? Habe ich gar nicht bedacht. Wir sind ja komplett bootlos. 20 Holz, 6 Leder, 6 Harz. Und nochmal 10 Holz mehr für die Werkbank. Oder können wir uns auch einfach die mal mitnehmen hier? So. 20 Holz, 6 Harz und noch ein bisschen Leder war es, ne? Ich zeige euch gleich mal, was ich alles vorbereitet habe. Damit wir diese Folge ein bisschen schneller vorankommen. Nur ans Boot habe ich nicht gedacht. Ach, verdammt. Müssen wir doch so ein Dings kaputt machen. 6 Leder noch. So, her damit. Da haben wir es. Oder müssen wir nochmal ganz schnell hier so einen Holzstapel kaputt machen? Also ihr seht schon oben, ich habe uns das Bronzeschild mal hergestellt. Wir hatten ja letzte Folge genügend Kupfer gesammelt dafür. Hatten es auch alles schon in den Schmelzofen geworfen. Ich habe es bloß noch eingesammelt, beziehungsweise ich glaube, ich habe nochmal etwas Kohle nachgelegt. Und habe uns das Schild schon mal hergestellt. Ich habe uns den Edelholzbogen hergestellt, damit wir endlich mal wieder vorankommen, und habt den auch gleich auf Stufe 3 hoch katapultiert, hochgestuft. So, dann können wir hier eigentlich wieder 30 wegpacken, richtig? Jetzt haben wir 20 Holz fürs Boot, 10 Holz für die Werkbank. Wir haben, lasst mal kurz schauen, 20 Holz passt, 10 für die Werkbank, den Rest haben wir auch. Wir haben alle Zutaten einstecken für noch ein Portal, weil ich möchte mir dann auf jeden Fall gleich dort ein Portal hinbauen. Weil das keinen Sinn macht, dass wir jedes Mal wieder dahin laufen müssen. Falls wir doch wieder sterben sollten, was ich nicht hoffe. Ich habe Tränke eingepackt, ich habe Lebensmittel hergestellt. Wir sind auf jeden Fall bestens ausgerüstet. Also zumindest sollten wir mit der Ausrüstung jeden Fall ein paar Sumpfbewohner weghauen können, ohne in Probleme zu kommen. Und das ist ja wirklich der Plan jetzt. Wir kämpfen uns durch den Sumpf. Dass wir wirklich so wenig Wasserstrecke wie möglich mit uns nehmen. Also ich denke mal, wir machen wieder hier hoch. Hier war ja Seeschlang frei. Und dann mal gucken. Das Stück hier rüber hatten wir ja auch schon geschafft. Oder sind wir hier oben lang? Ne, wir sind hier lang, ne? Stimmt, das war der erste Weg hier oben. Oder? Ah, ich weiß nicht mehr genau. Muss ich mir gleich nochmal in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall irgendwie ganz schnell zum Sumpfland kommen. Dort ein Portal hinbauen, dass wir da jederzeit wieder hin können und uns dann einfach durch die Sumpfbewohner durchprügeln, unser Zeug wiederholen, alles nach Hause bringen. Und dann würde ich auch ganz gerne tatsächlich auch wieder mal dahin und gucken, ob wir die Seeschlange irgendwie an Land locken können. Weil wir hatten es ja bei der zweiten Seeschlange gesehen, die war ja dann die ganze Zeit um diese kleine Insel drumherum, auf der wir halt ganz schön in Bedrängnis geraten sind durch die Sumpfbewohner. Und wenn wir da einfach schön auf der Insel stehen können und der Pfeil für Pfeil verpassen, wäre das ja mega. Man soll aus den Schuppen ja ein relativ geiles Schild herstellen können. Oh Gott, geh da weg. Na. Ach, die Ausdauer, vor allem da haben wir schon so einen Riesenbalken, ne? Ja, wir haben jetzt leider noch den uralten aktiv. Den habe ich mir halt schnell geholt, weil ich viel Holz gesammelt habe. Ich war auch noch ein bisschen Kupfer sammeln. Wir haben generell jetzt alle möglichen Holzsorten wieder ganz gut da. Also Edelholz, Kernholz. Ich habe mal wieder eine reine Sammelaktion gemacht.
Eiktür wäre jetzt vielleicht ein kleines Stück angebrachter. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ausgeruht-Skill ist auf jeden Fall auch noch okay. Beziehungsweise können wir uns auch kurz vor dem Sumpf das Portal bauen, reisen nochmal schnell zurück. Um uns den Ausgeruht-Skill nochmal zu holen. So, ich will gar nicht so weit hier runter. Da hinten irgendwo hängt wieder die Seeschlange rum. Ich denke mal, wenn wir uns hier gerade rüber machen, sollte das passen. Also, wir brauchen eine Werkbank. Und wir brauchen ein kleines Floß. Zack. Ach, perfekt. Habt das gesehen. So, Wind ist nicht unbedingt mit uns, aber auch nicht komplett gegen uns. Ich glaube, wir können das Segel ausfahren. Das war halt wirklich so ein allerletzter Versuch mit der Trolllederrüstung das letzte Mal, aber so wird's nichts. Aber wir haben jetzt eine komplette Kupferrüstung oder Bronzerüstung. Haben dazu ein Bronzeschild, mit dem wir wirklich gut blockieren können. Zumindest ausreichend für die Sumpfbewohner. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es jetzt schaffen. Außer es kommt wieder eine Seeschlange. Dann haben wir natürlich verloren. Auch nochmal vielen lieben Dank an die ganzen Kommentare in den letzten Folgen. Mit eurem Mitleid oder auch eurer Schadenfreude. War schon irgendwie ein bisschen witzig. Aber cool, dass ihr zurzeit so viel mitmacht und so viel Resonanz, so viel Feedback von euch kommt. Ich blende in den nächsten Folgen auch mal wieder Kommentare ein. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich sehr, sehr lange Kommentare nicht einblende, weil sich das einfach doof macht. Aber ich freue mich natürlich auch drüber, wenn nicht nur zwei Worte drin stehen. Auch darüber freue ich mich aber. Ihr wisst schon, was ich meine. Bloß nicht übel nehmen, wenn dann andere Kommentare eingeblendet werden, aber die nicht. Weil sonst muss ich die halt extrem groß ziehen, dass ihr das ordentlich lesen könnt und halt auch sehr lange eingeblendet lassen. Und dann sieht man erstmal eine halbe Minute vom ganzen Spiel nichts und das ist irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ich sehe schon, dass irgendwie gleich wieder eine Seeschlange kommt. Ich weiß auch nicht. Ich kann wirklich nie... Oh Gott, ich fange jedes Mal an, wenn diese Geräusche kommen, zusammenzuzucken. Naja, wir werden das schon irgendwie schaffen. Wir machen jetzt erstmal hier hin. Gut, können wir dann leider nicht abbauen. Wir müssen das wieder zerhauen. Aber wir sind ja... Ich traue mich schon gar nicht mehr auf die Karte zu gucken. Aber ganz ehrlich, wenn die hier kommt, haben wir eh verloren. Also können wir auch auf die Karte gucken. Wir sind ja auf jeden Fall schon mal hier lang. Ich überlege jetzt gerade. Wir waren ja einmal hier oben. Ich glaube, das letzte Mal sind wir dann hier unten lang, ne? Naja, hier sollte auf jeden Fall nichts kommen. Also könnten wir eigentlich prinzipiell auch gleich durchfahren. Ich habe keine Lust, dass ich diese Entscheidung gleich wieder bereue, weil jetzt hier doch vielleicht irgendwo eine Seeschlange kommt. Aber hier unten ist eine. Hier ist eine. Irgendwann muss ja mal gut sein. Und wir haben auch irgendwie immer das Glück, dass es direkt Nacht ist, sobald wir hier sind. Ich glaube, wir machen das doch anders. Wir machen hier einen Stopp. Auf dem kleinen Stück Festland hier drüben. Dann teleportiere ich mich erstmal nach Hause. Wir gehen noch eine Runde schlafen. Und dann geht's weiter, weil... Ist das eine Seeschlange? Oh Gott, ist das eine Seeschlange? Kann es nicht erkennen. Es kann auch irgendwas anderes sein. Irgendwie ein Stein oder so. Bitte nicht. Aber es bewegt sich zumindest nicht. Ich glaube, es ist nur ein Stein. Also diese Reflexion vom Licht sieht halt aus wie das von der Seeschlange. Nee, ist nicht, zum Glück. Mann, Mann, Mann. Direkt schon wieder in die Hose gemacht gerade. Ja, weil bis jetzt kamen die Seeschlangen immer nachts. Ich denke mal, die werden auch tagsüber da sein, aber einfach fürs gute Gefühl würde ich ganz gerne lieber tagsüber hier weiter mit dem Boot unterwegs sein. Was brauchst du denn so Ewigkeiten? Das sind schon fiese Biester. Wir brauchen da definitiv einen besseren Bogen irgendwann, den Torger Reißzahn.
Und vielleicht auch Eisenpfeile. Aber auf jeden Fall muss man irgendwie mehr Schaden machen sonst. Wird das schwierig mit den Kleinen. So, reicht. Ah, was ich wieder nicht bedacht habe, das war so klar. Wieder die Werkbank nicht abgebaut. Deswegen reicht das Holz nicht, weil wir für das Portal ja auch eine brauchen. Wird mir immer und immer wieder passieren, aber dafür haben wir dann irgendwann die ganze Welt voller Werkbänken. Auch nicht so verkehrt. Ich nehme jetzt hier mal die kleinen Sträucher. Wo es auch Quatsch ist, weil wir haben ja noch genug Holz. Nee, haben wir nicht. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Ach ja, jetzt noch ein Berserker. Den müssen wir mal ein bisschen blockieren. Ja, ich habe vergessen, dass man den immer nur einmal schlagen darf. Am besten auch Ausdauer bräuchte. Na komm her. Komm. So, ordentlich besiegt. Hast du noch ein bisschen Holz? 11 Stück, das haut hin. Wir bauen eine Werkbank. Und wir bauen ein Portal. Nennen das gute Schlange. Verbinde dich, jawohl, und machen uns nach Hause. Wir gehen eine Runde schlafen, packen noch ganz schnell das Zeug weg, was wir gerade eben bekommen haben. Also die Krautzwergenaugen und ein bisschen Harz was, glaube ich. Dann kann es hier mit einem neuen Tag losgehen. Ich möchte nachts einfach nicht mehr. Auf dem Wasser unterwegs sein. So, Löwenzahn weg. Wir werden dann definitiv in den nächsten Folgen aber unbedingt ja mehr Truhen bauen. Ich habe mich jetzt entschieden, wir machen die Truhen doch hier drüben hin, dann wird das so ein bisschen das Lagerhaus. Vielleicht lasse ich das mit den Fenstern so, wir müssen da mal gucken, wie es von außen aussieht, wenn die Truhen davor stehen. Wird wahrscheinlich nicht so geil aussehen, aber wir können es ja dann von außen immer noch wieder bearbeiten und zumachen. Ja, weil die Truhen, ganz ehrlich, das reicht langsam echt nicht mehr aus. Ich fange jetzt schon an, irgendwo Sachen reinzusortieren, wo sie gar nicht hingehören, weil die anderen Plätze alle voll sind. Und das geht nicht mehr lange so weiter. Dann werden wir auch definitiv mal die Lebensmittel auch ein bisschen trennen. Honig kriegt eine eigene Kiste. Und so gerade die Sachen, die wir halt viel haben. Die Krautzwergenaugen und irgendwie so Zeug. Braucht alles mal seine eigene Kiste. So, wieder zurück. Ausgeruht, Skill ist voll. Inventar ist wieder leer gemacht. Wir bauen jetzt nur schnell das ab. Und ihr seht, ich denke sogar dran, zuerst Portal, dann Werkbank und dann wieder aufs Floß. Ich habe diesmal auch genügend mitgenommen. Also ich hatte von jedem 7, 1 haben wir jetzt schon gefuttert. Aber dadurch, dass wir jetzt das Portalzeug mit dabei haben oder uns jederzeit ein Portal bauen können, das ist auch nicht schlimm, dann können wir immer mal schnell wieder nach Hause. Wir haben sogar Rückenwind, wenn wir in die Richtung machen. Ich fasse es nicht. Odin ist mal wieder mit uns. Ja, schneller wenden. Schneller wenden. Na, mal gucken, ob wir aufsetzen. Ja, wir setzen auf. Nein, 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 nein. Nicht hängen bleiben, bitte. Aua, ist ja gut. So, und weiter geht's. Wir müssen aber ein Stück weiter links, sonst fahren wir wieder direkt die Arme der Schlange. Ich wollte mir immer noch ein Video angucken, ob es da irgendeine gute Taktik gibt, wie man die am besten besiegt. So, irgendwie sind wir gefühlt trotzdem echt lahm dafür, dass der Wind voll auf unserer Seite ist. Vielleicht liegt es daran, dass wir noch so in Küstennähe sind. Ja, mit dem Portal hätten wir eigentlich schon mal viel eher machen müssen. Ja, wir verschwenden immer so viel Zeit. Um erstmal wieder herzukommen. Und ich sehe gerade, ich habe vergessen, mir einen Timer zu stellen.
muss gleich mal kurz das Spiel minimieren, aber das werdet ihr nicht mitkriegen. Zu schauen, bei wie vielen Minuten wir stehen. Mein neuer Monitor ist leider noch nicht angekommen, deswegen lasse ich eigentlich immer einen Timer auf mein Handy mitlaufen, um da ab und zu mal drauf zu gucken. Ich schaue jetzt gleich mal. Und zwar, wir stehen bei schon wieder 15 Minuten. Also 5 Minuten noch. Haben wir schon wieder fast eine komplette Folge nur verbracht, um herzukommen. Dabei habe ich schon echt wenig gequatscht und alles, fast alles vorbereitet. Ich dachte mir halt so, nee, komm, die Folge fängst du jetzt nicht damit an, dass ich euch erstmal wieder alles im Detail zeige, was ich gemacht habe. Sonst schaffen wir das nie bis dahin. Ah, ihr seht. Jetzt am Ende haben wir es trotzdem kaum hergeschafft. So, also hier rüber. Wenn wir uns ein Stück weiter nach rechts manövrieren, kriegen wir auch noch mehr Rückenwind ab. Also ganz schnell hier zum dunklen Wald. Müssen wir mal gucken, hier müsste doch Grasland kommen, ne? Ne, das ist alles dunkler Wald. Ja gut, dann müssen wir halt im dunklen Wald das Portal bauen. Geht dann leider nicht anders. Auf jeden Fall irgendwo hier hin am besten. Und dann halt echt schauen. Hier ist nämlich auch schon Sumpfland. Ach so, hier ist Sumpfland. Aber nee, hier kommt Wasser. Die Insel geht halt anscheinend wirklich so hier. Ich sag's euch, es kommt bestimmt gleich noch eine Schlange. Und das war wieder alles für umsonst. Ja, also wir müssen definitiv irgendwie übers Wasser hierher. Ich hatte ja die Hoffnung, dass die Insel hier unten irgendwo mit einer anderen zusammen ist. Dass man da langlaufen kann, ohne das Wasser überqueren zu müssen. Aber da habe ich mich wohl leider getäuscht. Aber dafür haben wir schon eine ganze Menge aufgedeckt jetzt in den letzten Folgen. Das freut mich doch sehr. Ich hoffe mal bloß, dass wir hier im dunklen Wald keine Probleme kriegen. Irgendjemand unser Portal zerstört. Wäre doch sehr, sehr ärgerlich. Weil auch mal geschweige denn, oder mal ganz abgesehen davon, ob wir das jetzt schaffen oder ob wir sterben. Wäre schon gut, hier mal ein Portal zu haben, weil hier geht es ja anscheinend echt noch weiter. Hier sind Ebenen, hier ist Sumpf. Wir brauchen auch zeitnah irgendwann mal einen neuen Sumpf. Zwecks Eisen. Wir haben zwar den beim Knochenwanz noch, aber da haben wir ja auch schon eine ganze Menge Krypten ausgeräumt. Ich weiß nicht, wie groß der da unten noch ist, aber prinzipiell wäre das nicht verkehrt, hier mal noch einen zu haben. So, ich glaube, wir haben es echt geschafft, ohne Seeschlange hier durchzukommen. Tagsüber macht es auch einfach mehr Spaß, auf dem Wasser unterwegs zu sein. Da sieht man wenigstens auch ein bisschen was. So, die ersten Nahrungsmittel gehen langsam leer. Die halten ja 1200 Sekunden. Ne, 1600 sogar. 1500. 1200. Ah nein, wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Heißt ja prinzipiell, kommen wir mit den Lebensmitteln eigentlich so fast eine Folge durch, ne? Oder wir kommen eine Folge durch. Oder bin ich doof? 1 Minute 60 Sekunden, 10 Minuten 600, 20.200. Müssten wir eigentlich hier 20 Minuten und hier sogar noch länger komplette Folge mit durchkommen. Das ist schon ziemlich geil. So, ich habe hier vorne schon den ersten Grauzwerg gesehen. Würde den ganz gern, oder Gräuling. Ne, Grauzwerg. Würde die mal ganz gerne schnell vernichten. Mein Portal hier nicht in die Nähe stellen möchte. So, weg mit euch. Da sind Disteln. Ja, wir können ja dann nochmal schnell nach Hause teleportieren. Das Zeug noch wegbringen, aber ich möchte aktuell auch nicht mehr so viel liegen lassen. Ist auch alles noch Zinn, ne? Hacker habe ich aber nicht bei. So, jetzt drückt mir einfach mal die Daumen, dass das hier ein Ort ist, in dem wir in Ruhe gelassen werden. Was ist da hinten? Das sind alles nur Rehe. So, Schlange.
Dachte schon wieder, das ist eine. Die trauen sich weit raus. Würde ich bei den Schlangen hier im Wasser nicht tun. Aber sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Hier so hinten an der Ecke sieht doch keiner. Dann machen wir wieder zurück. Dass wir dann nächste Folge nochmal komplett voll ausgeruht starten können und es hoffentlich schaffen, unser Zeug wieder zu holen. Ich möchte meine Eisenrüstung wieder haben. Wir haben so lange dafür gekämpft, dass wir dort alles auf die Stufe 4 hochbekommen haben. Auch wenn es natürlich mit meinem Teleport-Mod etwas einfacher war, als es vielleicht hätte sein können. Aber trotzdem immer noch genug anstrengend. Ausreichend anstrengend. So, und hier noch ein bisschen Holz. Dann müssen wir leider an der Stelle erstmal wieder Schluss machen mit der Folge. Ich muss sagen, ich finde das hier hinten richtig geil. Ich werde das komplett vollzimmern. Die Seite auf jeden Fall. Dann haben wir hier drüben komplett die Seite für die Honigdinger, für die Bienenstöcke. Und ja, mal gucken. Hier dann die Portale oder so. Irgendwo muss auch noch ein bisschen Stein hin. Ich hatte hier hinten schon etwas gesammelt. Die können wir nicht so wirklich schön übereinander stapeln, deswegen brauchen wir da mal noch einen anderen Platz. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.